Guten Abend. Über Tag entwickelten sich einige Quellwolken hier über den Mittelgebirgen, aber auch in Bayern und am Alpenrand. Da gab es dann auch einige Schauer und Gewitter. Am Nachmittag lagen die Höchsttemperaturen zwischen 17 und 26 Grad. Und das wird eine milde Sommernacht in der Westhälfte. Da sinken die Werte nicht unter 14 bis 10 Grad. Im Osten und am Alpenrand wird es kälter mit 9 bis 4 Grad. Zu Beginn der Nacht kann es noch ein paar Schauer oder Gewitter geben. Lösen die sich auf, bildet sich auch mal Nebel. Häufig ist die Nacht klar und von Nordwesten werden die Wolken schon dichter. Morgen kann es dann in Schleswig-Holstein etwas regnen. Sonst wechseln Sonne und Wolken freundlich miteinander ab. Und das ist keine gute Nachricht für den Nordosten. Denn da gibt es zurzeit eine extreme Waldbrandgefahr. Waldbrandgefahrenstufe 5 von 5 ist bereits erreicht. Die Höchsttemperaturen morgen liegen an den Küsten von Nord- und Ostsee und auch hier zwischen dem Thüringer Wald und dem Alpenrand bei 20 bis 23 Grad. Sonst werden frühsommerliche 24 bis 28 Grad erreicht. Und am Mittwoch gibt es sogar 30 Grad hier in der Lausitz oder auch am Neckar. Danach geht es kühler und wechselhafter weiter. Guten Abend.